Wir sind beim allerletzten Battle dieses Jahr angekommen. King Geo gegen King Entertainment. Heute entscheidet sich, wer von beiden King of Kings wird. Kommen wir erstmal zu den Videos und da gibt es auf beiden Seiten sehr ordentliche Produktionen. Geo hat sehr viele unterschiedliche Locations und Entertainment hat eine Location, die sich im Laufe des Videos verändert. Besonders das Ende des Videos gefällt mir sehr gut. Diese an die Wand genagelten, blutverschmierten Babyleichen machen mich persönlich einfach unheimlich glücklich. Auch Ente-typisch ist das wieder alles sehr atmosphärisch und cool in Szene gesetzt. Außerdem überzeugt Entertainment mit Performance. Bei Geo gibt es viel mehr Locations und es wurde organisatorisch um einiges mehr Aufwand betrieben. Dann gibt es auch noch viele Statisten und Nebenhandlungen. Geos Video ist insgesamt sehr viel abwechslungsreicher und qualitativ hochwertiger. Das einzige Manko ist, dass es nicht immer alles so ästhetisch aussieht wie bei Entertainment. Ein paar Performance-Szenen sind einfach langweilig irgendwie mit Stativ gedreht. Mehr Kamerabewegungen und Fahrten wären wünschenswert gewesen. Die Kameraleute müssen sich mal ein bisschen mehr trauen, mit Steadicam um Geo rumlaufen und mit Unschärfe arbeiten, um das visuell interessanter zu machen. Diese minimalistischen Bewegungen sind ein bisschen zu wenig. Auch beim Editing hätte man etwas mehr rausholen können. Entes Video ist besser gedreht, nachbearbeitet und hat schönere Kamerafahrten. Das von Geo glänzt dafür durch eine bessere Videoqualität, vielen guten Locations und gigantischen Drehaufwand. Eine Kombination aus beidem wäre gut. Und das ist jetzt zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich finde es auch ein bisschen komisch, warum man in der Gaskammer anfängt zu bluten. Hätte er von dem Gas angefangen, Blut zu kotzen, dann hätte ich das ja noch nachvollziehen können. Aber naja, ich will hier auch nicht auf Kleinigkeiten rumhacken. Geo bekommt den Videopunkt, aber es war nicht ganz so eindeutig, wie viele vielleicht gedacht haben. Punchlines. Kommen wir erstmal zu Entertainment. Entertainment beginnt seine Runde mit einem Wortspiel, in welchem er sagt, dass Geo hässlich ist und nicht auf schön machen soll. Das hat er in einer etwas verwirrenden Line untergebracht und es hat keinen Gegnerbezug. Ohne den Text hätte ich die Line nicht mal verstanden, weil er The Beauty auf Deputy spittet. Auf The Beauty wäre ich ohne Text einfach nie im Leben draufgekommen. Aber warum das keinen Gegnerbezug hat, ist nicht wegen der Du bist bildhässlich Line, sondern wegen dem Mach hier mal kein auf The Beauty. Geo hat noch nie einen auf Schönen gemacht und er macht sich sogar selbst über sein Aussehen lustig, weil er zu Halloween sein Gesicht als Horrormaske trägt. Also er macht definitiv kein of the Beauty. Diese Lines existieren leider nur wegen dem Spit, der ohne Text völlig unverständlich wäre. Ich finde es schade, dass er die Runde so schlecht anfängt. Die Runde gegen Neo hat er mit einer super geilen Line angefangen, aber hier gibt es leider Rot. Danach kommt wieder ein Wortspiel, aber diesmal viel besser. Er sagt, dass man Geo killen sollte, weil er Kinder fickt. Wieder bringt er das mit einem Spit, aber der Spit hat eine viel höhere Qualität und ist sofort zu verstehen. In Coffeeshops chillt man drin, also chill drin, und Kinder heißen auf Englisch Children. Und das mit Gegnerbezug, weil Geo ja angeblich Kinderficker ist. Das ist eine ziemlich gute Line. Man sollte dich killen, denn deine Sexpartner sind wie das, was man in Coffeeshops macht. Children. Danach kommt eine ziemlich witzige Line. Das liegt zum einen Teil am Reim und außerdem an der Wortwahl. Er sagt, dass Geo von seiner Mom aus dem Darmtrakt gepresst wurde und wegen Geos Hässlichkeit Arzt und Schwester krepiert sind. Ich finde das extrem witzig, wenn ich mir das bildlich vorstelle, und aus dem Darmtrakt pressen klingt schon fast wie ein medizinischer Begriff für auf die Welt scheißen. Danach bezieht er das noch auf Kasa, was aber nicht wirklich puncht, sondern einfach nur den Reim fortsetzt. Als dich deine Mom aus dem Darmtrakt gepresst hat, starben beim Anblick direkt der Arzt und die Schwester. Danach kommt wieder eine witzige Line darüber, dass Geo hässlich ist und das sogar schon vor seiner Geburt, und danach vermutet Entertainment, dass Aliens was mit Geos Hässlichkeit zu tun haben müssen. Aber die Line entertaint hauptsächlich wegen dem Reim, nämlich tausende wirre Abwandlungen auf außerirdische Abstammung. Darauf gab dich deine Mutter dann ins Waisenhaus, denn du sahst schon auf dem Ultraschall mit Scheiße aus. Dein Körper hat tausende wirre Abwandlungen, wahrscheinlich ist die Bitch außerirdischer Abstammung. Danach geht er noch mehr auf das Thema Außerirdische ein und sagt, dass die Geos Mom als Wirt missbrauchen, aber das fand ich jetzt nicht so doll, und am Ende bringt er noch einen Split mit Nasty und Nasty, aber ich finde nicht, dass das Punch, sondern irgendwie nur ein belangloses Wortspiel ohne Gegnerbezug ist. Die Hook fand ich diesmal leider nicht so berauschend, also es puncht nicht sonderlich und vom Sound her ist es nicht unbedingt eine seiner stärksten. Generell ist der Sound der Runde nicht so geil wie in den zwei Runden davor, was ich ein bisschen schade finde, weil es ja das King-Finale ist. Den zweiten Part beginnt er mit einer Aufbauline, die nicht wirklich puncht, aber Atmosphäre erzeugt. Aber danach kommt eine ziemlich schwache Line, die so Ente-untypisch ist, finde ich. Normalerweise ist er ja immer so elegant mit Wörtern, aber hier irgendwie überhaupt nicht. Er bezieht das auf Geos Pädophilie und macht aus dem New Kids on the Block New Kids on the Cock. Und das ist Kindergarten-Style, finde ich. So Hans hat einen kleinen Schwanz mäßig. Ich finde es irgendwie sehr seltsam und ungewohnt, so eine schwache Line von Entertainment zu hören. Danach kommt eine Zwischenline, die aber weder Punch noch nötig gewesen wäre, denn danach kommt, dass Geo in einem Kinderpornoring agiert. Insgesamt ein etwas wirrer und völlig unnötiger Vierer, der leider auch keinen richtigen Angriff beinhaltet. Direkt danach bezieht er sich wieder aufs Kinderficken, aber die Lines entertainen um einiges mehr. Er bezeichnet Geos Land der unbegrenzten Möglichkeiten als die Schokoriegelsorte Kinder Country. Und direkt danach spinnt er das weiter mit dem Satz, eine süße Versuchung, was auch wieder schön ist. Schokolade ist eine süße Versuchung und für Geo sind kleine Kinder eine süße Versuchung. Er meint, dass er sich selbst im Ton vergreift, aber Geo sich an Kindern. Und am Ende bringt er keinen richtigen Punch, aber es ist einfach witzig rübergebracht.
gebracht, wie er dann fragt, was denn da eigentlich los ist. Erwischt, inflagrant, Regierungsland der unbegrenzten Möglichkeiten, Kindergarten. Eine süße Versuchung, ich vergreif mich im Tod, du vergreifst dich an Kindern, was ist hier eigentlich los? Die letzten vier Lines fand ich auch wieder gut. Er meint, dass Gio auch schon junge Mädels mit kleiner Schwester als MILF sieht, was eine witzige Übertreibung ist, und dass Gio jedes Mädel, mit dem er jemals Sex hatte, entjungfern hat, was halt auch wieder eine witzige Umschreibung für Kinderficken ist. Das passt scheinbar an das Bild. Eine 13-Jährige mit kleiner Schwester zählt bei Gio beinahe als eine MILF. Hier geschehen keine Wunder, du hattest zwar noch nicht mit vielen Mädels Sex, doch dafür jede entjungfern. Dann kommt der dritte Part und der fängt direkt ziemlich gut an. Den sexuellen Belästigungspanne aus South Park Staffel 3 müsste eigentlich jedem ein Begriff sein. Wer South Park nicht guckt, sollte generell alle meine Kanäle deabonnieren. Jedenfalls beginnt er das Ganze mit zwei Aufbaulines am Anfang und dann bringt er den Spruch vom sexuellen Belästigungspanda mit perfekter Delivery. Der hässliche Punker macht auf Kinderstar wie Crow, doch wer viel lieber der sexuelle Belästigungspanda? Und wenn die kleinen Mädchen anfangen, Frauen zu werden, dann wird er ein ganz trauriges Bärchen. Weiter geht's mit einer guten Line über Gios Lion-Diss. Ente meint, dass Gio auch auf Rap-Ebene aufs Kinderficken steht. Und danach kommt noch eine witzige Line über Gios fliegendes Sperma, die ich gefeiert habe. Besonders die Wortwahl finde ich hier wieder gelungen. Ente geht diesmal so weit, dass Gio sogar Säuglinge im Strampelanzug vollspritzt. Er hat schon mit dem Lion-Diss gezeigt, dass er sich auch auf Rap-Ebene an den Kleineren vergreift. Und sein Sperma ist im Landeanflug und die Gardner-DNA spritzt auf den Strampelanzug. Dann kommt eine Reimkette, die ziemlich gut gelungen ist. Das ist eine Mischung aus Technik, Flow und Entertainment. Ich fand die Reimkette insgesamt gut und zwei Zeilen mittendrin sogar sehr gut, weil das auf eine witzige Art ein bisschen eklig wird. Der Abschluss ist dann ein Wortspiel mit Reifen im Sinne von altersbedingter Reife und Autoreifen, was nicht gerade innovativ ist, aber durchaus legitim. Wir zeigen keine Weiberinteresse, drum gibst du kleineren Schnecken. Zwischen 13 und 16 weißt es im Backstage, macht sie heil und sie letztlich an Beine gefesselt im seidenen Mädchen in einsamen Nächten. Sie zwingt sich deine schleimigen Säcke und deine Eichel voller Keime und Scheiße in die weit gespeiste Scheide zu stecken. Ich zerreiße dich, Frettchen. Der Nazi kann kein Deutsch und fährt gegen die Wand, da er es nicht schafft, zu den Reifen zu wechseln. Und das war's mit Entes King-Final-Runde. Nicht unbedingt die beste Runde, die er dieses Jahr abgegeben hat. Dafür, dass er seit einer Ewigkeit gegen Gio stichelt, ist es leider nicht ganz so überkrass geworden wie oft. Gegen Kasa und Neo hat er auf jeden Fall heftiger gebettelt. Ich finde, dass er hier ein bisschen zu sehr auf alte Kamellen vertraut. Bei Neo hat er Star Wars und Matrix genommen und zig Lines draus geformt oder die Lachsnacken-Gang auseinandergenommen. Er hat da übertrieben heftige Lines gebracht, die viel Gegnerbezug hatten und extrem hängen geblieben sind. Auch gegen Kasa hat er sehr viele gute Lines gefunden, obwohl Kasa nicht die Relevanz von Gio hat. Leider ist es nicht Ente in Bestform, was unheimlich schade ist, weil das das letzte Battle des Jahres ist. Er hat stellenweise gute Lines, wie man von ihm gewohnt ist, aber die Angriffsfläche ist insgesamt zu eintönig. Vielleicht wären ja ein paar witzige Flaschenlines dazwischen nicht schlecht gewesen. Das wäre zwar nicht so mega innovativ gewesen, weil er das ja schon gegen Kasa gebracht hat, aber es hätte zumindest für ein bisschen Abwechslung gesorgt. Mal gucken, was die Punchline-Dichte dazu sagt. Um das diesmal ganz genau zu machen, zähle ich die orangen Lines als halbe Punchlines und die grünen als ganze, beziehungsweise als 1 und 2. Dadurch wird die Punchline-Dichte generell etwas niedriger ausfallen als sonst, aber dafür ist es auch genauer. Bei Gio gibt es nämlich so viele Lines, dass die Punchline-Dichte entscheiden wird. Entertainment hat 48 Lines und davon gepuncht haben 22. Macht eine Punchline-Dichte von 46%. Kommen wir zu Gios Runde, aber bevor ich mit den Punchlines anfange, erstmal folgendes. Die Runde ist zu lang und es ist viel zu viel geklaut. Das ist mir ein bisschen auf den Sack gegangen, das fängt direkt am Anfang an, wo er ein Kolle-Video nachmacht. Kann ja sein, dass das nur Hommage sein soll und der Kolle-Song heißt ja auch King, bla bla, aber ich find's einfach trotzdem unpassend und bescheuert. Weiter geht's damit, dass er ein Beat aus Geräuschen von Ente gemacht hat. Das gab's bei Spongy. Er hat mehrere unterschiedliche Songs, beziehungsweise Kapitel. Das gab's bei Spongy. Der zweite Beat ist etwas langsamer und beinhaltet Double Time, wie bei Spongy. Es gibt einfach überhaupt keinen Grund, warum er das macht. SpongeBoss hatte die Bushido-Parodie gemacht, weil Gio eine Bushido-Parodie gemacht hat. Ente hat die schizophrener Hurensohn dann gegen Kasa gebracht, weil Spongy sie gegen seinen Bruder gebracht hat. Auch das geht noch, weil es eine Familie ist. Gio hat es sogar selbst einmal vernünftig gemacht. Ente hatte eine Flaschenlocation gegen Kasa, wo er die Gartner Flaschenlines gekickt hat. Also das hatte auch was mit Gio zu tun. Gio hat dann Bilder von einem Typen genommen, der wohl Ente sein soll, und hat die Location somit umgedreht und gegen Ente benutzt. Das ist sehr gut. Das ist Gegnerbezug. Das andere finde ich total daneben. Das ist wie Lasker damals, der Spongy-Videos nachgemacht hat und meinte, er wäre das Update. Ich finde, sowas macht nur Sinn, wenn es Gegnerbezug hat. Die Runde wirkt dadurch leider an manchen Stellen wie ein Abklatsch, was sie unnötig schlechter macht, als sie eigentlich ist. Aber kommen wir zu den Punchlines. Die Runde beginnt sehr atmosphärisch. Er bezieht sich da auf Entes alten Rap-Shit. Er hieß angeblich früher Fable und der Name Er kann's bitten ist 2014 auch irgendwo gefallen, wenn ich mich da richtig erinnere. Gio meint, dass er hiernach wieder seine Rap-Karriere neu anfangen kann. Das ist ein ziemlich guter Anfang mit kleineren
ihren Fronts drin. Du bist im Finale, sie sind alle begeistert, doch du hast dich so lang verbogen, bis die Masse dich feiert. Du hast dich dreimal umbenannt, denn du hast dich mit deinem Pass gerissen und hiernach kannst du, Bitch, zum vierten Mal deinen Namen switchen. Weiter geht's mit einem Wortspiel. Schlampen kommen im hohen Alter, also wenn sie für jedes männliche Wesen schon lange uninteressant sind, in die Wechseljahre. Das ist irgend so eine Hormonumstellung, von der ich keine Ahnung habe, weil ich ausschließlich aus Testosteron bestehe und Östrogene schwul sind. Gio bezieht dieses Frauenproblem auf Entes Rap-Karriere, was eine sehr gute Line ist, und direkt im Anschluss kontert er die Hook von Entertainment aus seiner Runde gegen Casa, wo er meinte: Du stehst im Schatten deines Bruders, der Klon eines Niemands, dank Gärtner-Gene, geboren zum Verlierer. Das dreht er um und sagt, dass Ente wohl eher zum Verlierer geboren wurde. Du wechselst dein Image und dein Rappernamen. Wahrscheinlich bist du nur ne Pussy in den Wechseljahren. Egal als welcher Rapper, du hast immer wieder verloren. Also sag mir, wer wurde hier als Verlierer geboren? Dann geht er auf Entes Drogensucht ein, was anfangs nicht so gut gemacht ist. Es ist zwar kein Pseudo-Real-Talk-Scheiß, sondern ziemlich offensichtlich, dass er sich die Geschichte ausdenkt. Aber trotzdem ist es etwas lame und unoriginell. Er sagt, weil Ente nicht zum Schuss gekommen ist, ist er dann drogensüchtig geworden. Danach geht es weiter mit Lottozahlen, die er gezogen werden, und das bezieht er auf Drogen durch die Nase ziehen, was ich etwas zu billig finde. Außerdem finde ich den Teil vom Reim, wo er Lotto auf Motto reimt, ziemlich scheiße. Auch wenn der Reim vorne etwas länger ist. Aber man reimt Motto auf Lotto einfach nicht, egal wie viele Silben es davor gibt. Und wenn es 80 sind, das ist ein richtig peinlicher Nuttensohn-Reim. Und wenn man das doch irgendwie reimen muss, dann nicht als letztes Wort, damit hoffentlich niemandem auffällt, dass man Lotto auf Motto gereimt hat. Danach wird es aber wieder besser, denn er spricht die Folgen von Drogenkonsum an und bezieht das Ganze noch etwas besser auf seinen Gegner. Erst zählt er die ganzen Nebenwirkungen auf, also schlechte Zähne, eine Herpesfresse und das Gehirn wird komplett zerstört. Das hat er anders als bei Motto und Lotto sehr gut gereimt. Und weiter geht es dann damit, dass er diese Gedächtnisprobleme auf Entes Battle-Runden bezieht, wo er laut Gio anscheinend vergessen hat, wer sein Gegner überhaupt ist, weil er so viele Drogen nimmt. Ganz am Ende macht er dann noch ein viel besseres Wortspiel als das mit Pistorius, weil ihm da auch diesmal selbst nicht der Gegnerbezug fehlt. Ente dreht nämlich oft in verlassenen Gebäuden. Doch Map macht nur ekelhaft hässliche Szene, schlechte Hygiene und Gedächtnisprobleme. So schreibst du an mit Reimen übersäten Pass, doch hast die Junkies jüdlich schnell vergessen, wer dein Gegner war. Deshalb sind die peinlichen Strophen wie die Gebäude, in denen ihr die Runden dreht, auf keinen bezogen. Danach bringt er wieder eine sehr schwache Line, in der er den fehlenden Hip-Hop-Vertrieb auf die zu hohen Fixkosten schiebt. Aber die Line macht irgendwie gar keinen Sinn. Es gibt zwar eine Doppeldeutigkeit mit Fixkosten, also Kosten, die man immer hat, so wie monatliche Miete und sowas, und Fixkosten im Sinne von Heroin, das Ende sich spritzt. Aber ich sehe gar keinen Zusammenhang zu einem Hip-Hop-Vertrieb. Warum sollte es irgendwen interessieren, wie viele Drogen sich Ente spritzt? Ein Vertrieb bringt ja nur sein Album raus und das war's. Was er mit seinem Geld macht, ist doch seine Sache. Der Vertrieb bekommt doch sowieso die Kohle von den Albumverkäufen. Die Wortspiele von Gio sind leider manchmal nicht ganz so gut durchdacht wie die von Ente und haben Logikprobleme. Aber danach bringt er direkt ein viel besseres Wortspiel. Mit einer Klobürste kratzt man hängen gebliebene Scheiße ab und Ente wird irgendwann wegen hängen gebliebener Scheiße, also Drogenkonsum, abkratzen. Das ist ein ziemlich guter Abschluss vom Part. Weil du Penner wieder zu high bist du wie ne Klobürste, die kratzt auch irgendwann ab wegen hängengebliebener Scheiße. Ich bin ein Speedfreak, der Speedfreak. Dann kommt die Hook und da fand ich eine Line ganz gut. Entertainment zerhackt immer Leichen in seinen Videos und Gio meint, dass er höchstens mit Junkie-Nadeln auf seine Arme einsticht. In deinen Tracks sagst du, du zeigst keiner Barmen, doch das Einzige, auf das du einstichst, sind deine Arme. Ich bin ein Speedfreak, der Speedfreak. Der zweite Part beginnt sehr schwach. Es geht um Koksstrecken und darum, dass Ente es nicht real findet, wenn man das mit Waschmittel macht. Und dann bringt er noch ein Spit mit Macht mehr Weißes rein als Persil. Komplett unnötiger Blödsinn dieser Teil und keine Ahnung, was es in dieser Runde zu suchen hat. Danach kommt aber wieder was Gutes, und zwar bringt er das gleiche wie vorher mit Lotto, aber in besser. Im Prinzip ist es ein fast identischer Vergleich, aber die Gravitation zieht deutlich mehr als Lottozahlen, die gezogen werden, weil sie alles im gesamten Universum anzieht. Es können sich sogar Galaxien durch die Gravitation verformen. Deswegen ist die Übertreibung in der Line milliardenfach höher, was die Line viel witziger macht als die mit Lotto, obwohl es fast das gleiche Prinzip ist. Der größte Drogenspaß der Nation, du hast sogar schon mehr gezogen als die Gravitation. Die Line mit IS danach fand ich aber wieder schwach. Was hat der IS denn schon groß eingenommen? Ein paar kleine Dörfer in Ländern, die wir ohne Nachrichten nicht mal kennen würden? Ist natürlich relativ tagesaktuell, aber das einzig Krasse daran ist eigentlich, dass er IS erwähnt hat. Dann bringt er wieder einen guten Vergleich, und zwar sagt er, dass Ente wie eine Ladentür ist. Auf der einen Seite heißt es ja immer ziehen und auf der anderen drücken. Gio setzt das gleich mit Kokain durch die Nase ziehen und sich Heroin in die Arme drücken, was ich gut fand. Danach bringt er noch einen Vergleich, der da gut reinpasst, und zwar geht es wieder um schlechte Zähne,
die von Drogenkonsum kommen. Er bezieht das darauf, dass Ende des Videos alle unauthentisch sind, wie eine unglaubwürdige bzw. löchrige Geschichte. Du Junkie bist wie eine Ladentür. Auf der einen Seite drücken, auf der anderen ziehen. Die Mordstories, über die du möchte gern berichtest, sind wie deine Szene, ne löchrige Geschichte. Dann bringt er die Doppeldeutigkeit von Szene und Szene, die er selbst schon in seiner Qualifikation von 2014 gebracht hat, was ich etwas dreist finde. Außerdem ist Kill-Szene und du killst Szene jetzt auch nicht so überragend. Danach erwähnt er mich. Er nimmt halt irgendeine 5 Jahre alte Audio von Ente, wo er derbe gelispelt hat, und sagt, dass ich ja meinen würde, dass Ente sein Lispeln im Griff hat. Mittlerweile scheint er das aber durchaus im Griff zu haben, weil er ja halt nicht mehr so klingt wie in der Audio, die Gio aus der Steinzeit ausgegraben hat. Es geht natürlich um vernünftiges Mobben, deswegen will ich hier nicht so krass auf dem kleinen Detail rumhalten. Er hat halt mal heftig gelispelt und deswegen werde ich das mal als Angriffsfläche nicht allzu doll kritisieren. Er hat zumindest eine Art Beweis mitgebracht, dass Ente lispelt oder es zumindest früher mal gemacht hat. Das zerfrisst dein Gebiss. Speed Freak, der Speed. Aber laut Julian hast du ja dein Lispeln im Griff. Dann kommt der Beat-Switch, der von SpongeBoss geklaut ist und leider nicht ansatzweise dessen Qualität erreicht. Er möchte sich hier noch weiter über Entes Lispeln lustig machen und das ist auch ganz nett. Aber man kann halt nicht anders, als dabei an das Original zu denken, denn das war einfach viel hochwertiger. Der Beat an sich war überkrass und das wirkt leider wie ein billiger Abklatsch. Ich werde da jetzt aber mal nicht weiter drauf rumhaten und die Lines an sich bewerten, die sind aber leider auch die meiste Zeit über extrem schwach. Er sagt, dass Ente so scheiße nuschelt, dass man seine S-Laute als Hi-Hat benutzen kann. Aber was hat Nuscheln mit Lispeln zu tun? Nuscheln ist, wenn man die Fresse nicht aufkriegt und Lispeln ist, wenn man das S nicht vernünftig aussprechen kann. Also die erste Line ist Blödsinn und er brauchte nur einen Reim auf Hi-Hat benutzen. Deswegen hat er Scheiße am Nuscheln gesagt, weil es ja auch irgendwie ein Sprachfehler ist. Dann sagt er, dass Ente mit seinen S-Lauten besser Beatbox macht als er selber. Fand ich auch nicht sonderlich innovativ oder witzig. Dann kommt aber eine solide Line mittendrin, die ich ganz witzig fand. Er sagt, dass Ente beim Kieferorthopäden war, um sich eine Zahnspange zu holen, aber der Kieferorthopäde meinte, er kann ihm nicht helfen und er soll stattdessen für immer die Fresse halten. Selbst ein Kieferorthopäde meinte Zahnspange, nee, bei dieser Schieflage der Zähne hilft du nie wieder zu reden. Dann kommt wieder eine krass wacke Line, in der Gio zusätzlich zu der schlechten Line das Wort minutiös nicht nur falsch schreibt, sondern auch einfach nicht zu wissen scheint, was es bedeutet. Er sagt, Ente hat minutiöse Sprachprobleme. Minutiös heißt präzise, peinlich genau oder bis ins kleinste Detail. Das Wort ist kompletter Blödsinn an der Stelle. Wie soll man denn minutiöse Sprachprobleme haben? Das ist ein richtig mieser Zweckreim auf incestiös und dazu noch mega unsauber. An manchen Stellen kommt es mir so vor, als wollte er unbedingt mit Entes Technik konkurrieren, aber das kann er vergessen und wird nicht mal bewertet. Danach bringt er noch was über Entes Atemwege und meint, dass er zu dumm ist, um richtig Luft zu holen. Auch eine sehr unwitzige und extrem schwache Line. Erinnert mich an seine alte Schrottline, wo er meinte, Laska wäre zu dumm, um sich anzuschnallen. Am Ende kriegt er aber noch ein bisschen die Kurve. Er fasst dann noch mal ein paar Sprachfehler zusammen und sagt, dass manche dies oder das haben, aber Ente das alles drauf hat. Das fand ich ganz witzig und die letzten 4 Lines sind sogar richtig gut. Er hat ja ewig lange den Lispelkram aufgebaut, auch wenn davon nicht wirklich was gepanscht hat, aber gegen Ende wird er dann aggressiver und sagt, dass Ente nach jedem Videodreh die Maske voller Speichel hat, was ich in der Vorstellung sehr gut finde. Der Typ, der übertrieben auf Massenmörder macht und Leichen sagt, aber nach den Videos eine vollgerotzte Maske anhat. Das ist eine ziemlich gute Erniedrigung. Und ganz am Ende bringt er noch eine Line auf dem gleichen Level, die er auch mega gut rüberbringt, und zwar, dass sich Ente selber jedes Mal fickt, weil er sich ins eigene Gesicht spuckt. Das ist auch wieder eine schöne Erniedrigung. Beim Ficken spuckt man ja den Bitches in die Fresse, um sie zu erniedrigen, und Ente macht es laut Gio in jeder Runde mit sich selbst. Das ist ein wunderbarer Abschluss für einen ansonsten mega beschissenen Part. Manche Lispeln atmen schwer oder lallen auch. Du bist ein Naturtalent, du hast das alles drauf. Halt die Fresse, quatsch mal keine Scheiße. Nach jedem Video drehst du die Maske voller Speichel. Mit jeder Runde hast du dich selbst heftig gefickt, denn du spuckst dir mit jeder Line selbst ins Gesicht. Damit ist der erste Song Speed Freak abgeschlossen und wir kommen zu Da hab ich aber Angst. Ich werde euch mal die ersten 12 Zeilen ersparen, denn die sind alle komplett scheiße, aber die letzten 4 Zeilen fand ich gelungen. Ente arbeitet viel mit Blut und Körperteilen und es gibt die Redewendung, dass etwas Hand und Fuß hat. Wenn etwas Hand und Fuß hat, dann ist es gut durchdacht. Für Gio ist das bei Entes Runden aber nicht der Fall, sondern Entertainment hat lediglich Hände und Füße in seinen Videos. Weiter geht es damit, dass man jemanden mit einer Axt was abschlagen kann oder man kann jemanden einen Gefallen abschlagen. Gio zieht Entes Image extrem ins Lächerliche und meint, dass Ente in Wirklichkeit voll der nette Typ ist, der niemandem was abschlagen würde. Das ist ein ziemlich guter Diss gegen jemanden, der so viel Wert darauf legt, möglichst brutal rüberzukommen. Scheiß auf eine Wand voll Blut, nur wegen den Körperteilen könnte man sagen, deine Runden haben Hand und Fuß.
Mann, was bringt es dir, ne Axt zu haben? Du bist so nett, du hast doch niemandem was abgeschlagen. Dann kommt die Hook und da zieht Gio das Ganze noch mehr ins Lächerliche und das finde ich sehr gut gemacht. Die Hook ist das, was am meisten hängen bleibt und er geht da sehr ironisch mit Ente um. Er zählt die ganzen Sachen auf, die Ente im Laufe des Turniers gebracht hat und macht sich extrem darüber lustig. Außerdem hört sich die Hook sogar noch ziemlich gut an. Es passt einfach perfekt, wie Ente versucht, übertrieben brutal rüberzukommen und Gio darauf mit einem "Da hab ich aber Angst" reagiert. Ne blutverschmierte Ente, da hab ich aber Angst. Der hat sogar ne Axt, da hab ich aber Angst. Jetzt droht er mir damit, da hab ich aber Angst. Hab ich aber Angst, hab ich aber Angst. Vor das Gruselvideo, da hab ich aber Angst. So dunkel und bedrohlich, da hab ich aber Angst. Da liegen Körperteile rum, da hab ich aber Angst. Hab ich aber Angst, hab ich aber Angst. Dann kommt der zweite Part und da fand ich den Anfang ziemlich gut. Gio spielt öfters mal mit seinem Reimschema und verkackt das aber grundsätzlich immer. Man denkt manchmal, dass der Reim fehlt, weil er die Reime behindert setzt und dann nicht richtig betont. Bei Lion Diss ist das öfters vorgekommen. Aber diesmal hat er das ganz gut hingekriegt, kombiniert das Ganze sogar noch mit einer Punchline am Ende. Er reimt die erste Line auf die vierte und bringt in Line 2 und 3 dann noch extra Reime unter. Das ist technisch, flowlich und inhaltlich ein guter Vierer geworden. Du und deine Crewmitglieder seid keine mutigen Axtkämpfer. Doch dass du in diesen peinlichen Gruselvideos meist so blutverschmiert bist, zeigt uns nur, du bist und bleibst ein blutiger Anfänger. Dann kommt leider wieder ganz viel Müll und Standardkram, was ich alles mal überspringen werde, aber die letzte Line fand ich dann wieder witzig. Ist zwar nicht gerade neu, dass man mit ein Versprechen und sich Versprechen rumspielt, aber weil er davor so lange Entes Sprachprobleme aufgebaut hat, passt das hier als Abschluss irgendwie sehr gut und er kombiniert es ja zusätzlich noch damit, dass Ente unauthentisch ist. Was quatschst du da von Messer und Axt? Selbst ein Logopäde meint, dass du zu viele Versprechungen machst. Dann kommt der dritte Part und das ist ein absolutes Highlight der Runde. Es gibt ja viele Spekulationen darüber, dass das auf dem Bild Entertainment ohne Maske ist. Ob es tatsächlich ist, weiß man aber nun mal nicht mit Sicherheit. Ich nehme das einfach mal so hin, dass das die allgemeine Meinung ist und bewerte das nur auf Punchline-Ebene und da ist der Teil einfach unheimlich gut gelungen. Die ersten vier Lines sind Standardkram und nicht der Rede wert. Aber danach kommt eine geile Line nach der nächsten. Er erfindet eine Love-Story, die er auf die Augen bezieht. Und das ist absolut genial und innovativ. Er sagt, dass sich seine rechte und linke Gesichtshälfte voneinander entfernen will. Und dass das linke Auge das rechte irgendwann mal betrogen haben muss, weil die beiden dann ja auseinandergezogen sind. Was du als Kind mal in Tschernobyl, du bist so hässlich, dass sich deine rechte Gesichtshälfte von der linken entfernen will. Hat dein linkes Auge dein rechtes irgendwann mal betrogen oder warum sind die auseinandergezogen? Und dann bringt er da noch mehr Floskeln drüber, die man so aus Trennungsphasen kennt, also dass die jetzt einfach ein bisschen Abstand brauchen. Und dass die Augen so weit auseinandergehen wie zwei Meinungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und das in einer guten Reimkette, die er dann auch noch weiterführt. Und sagt, dass die Augen so weit auseinandergehen wie die Beine von Entes Mama. Und auch die Schlussline ist sehr gelungen. Die standen sich mal nah, bis das eine das wohl zu krass fand und meinte, ich glaube, wir brauchen jetzt einfach ein bisschen Abstand. Deine Augen, die gehen weiter auseinander als die Meinung von einem Punker und von einem aus dem Landtag. Noch weiter auseinander als die Beine deiner Mama, die sie gekleidet in einem Tanga spreizt, wenn sie einen anmacht. Ein plastischer Chirurg sollte dich widerling verändern. Doch meldete dein lieber Insolvenz an. Gerade aus technischer Sicht und vom Ideenreichtum hat er in diesem Part richtig überzeugt und das lässt einen die beiden viel schlechteren Parts etwas besser verschmerzen. Dann kommt Mobbing-Opfer und das ist leider etwas schwierig. Die ganze Runde kommt bis hierhin wunderbar ohne irgendwelchen Pseudo-Realtalk-Scheiß aus, aber hier kommt ein ellenlanger Part darüber, dass Ente als Kind gemobbt wurde und von seinem Label ausgenutzt wird. Was ich gut daran fand, war die Hook, also vom Inhaltlichen. Entertainment bringt extrem viel Hass rüber in seinen Tracks. Gio meint, dass er Ente gar nicht dissen will, weil der es ja schon sein Leben lang so schwer hatte und dass er gar nicht aus Hass schreit, sondern nach dem L-Wort. Diese Stelle fand ich extrem gelungen. Eigentlich hab ich keine Lust, dich zu dissen. Mein Leben geschubst und beschmissen, benutzt und beschissen, allein und vertrieben. Du schreist dich aus Hass, du schreist du nach Liebe. Ein Leben lang gehänselt, geschubst und beschmissen, bespuckt und verrissen, benutzt und beschissen. Und wer am Ende top noch nicht tot, dann hätte sogar die dich gemobbt, du Idiot. Auch das Video ist ziemlich gut umgesetzt. Aus der Ich-Perspektive ist das Ganze gut in Szene gesetzt und die Stellen, wo es darum geht, dass Entertainment verarscht wird, wurden auch ziemlich gut nachgespielt. Also da sehe ich auch einen punchenden Faktor und das zusammen mit dieser ganzen Geschichte, also als Ganzes, disst es schon irgendwo. Aber das Ganze ist leider eher Drama und nicht Action im Gegensatz zu den anderen Songs. Ich weiß nicht so recht, wie ich das bewerten soll. Es gibt ganz am Ende noch eine übertrieben gute Line, weil er hat ja die ganze Zeit darüber gerappt, dass Entes Leben scheiße ist. Und er sagt dann, dass er eigentlich nur Angst hat, dass Ente keine Runde einreicht, weil er sich umgebracht hat. Ich hab keine Angst, dass du mich killst und nicht dran glauben musst. Ich hab Angst, dir wird auch bewusst, du wirst nur ausgenutzt. Ich hab Angst, dass Julian sagt, dass Ente keine Runde macht.
denn er hat sich umgebracht. Also mit Punchline-Dichte komme ich hier nicht besonders weit, aber ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt absolute Scheiße ist. Ist halt ein bisschen schwierig. Durch die punchende Hook, das gute Ende, die Videoumsetzung und das, was generell hängen bleibt, nämlich dass Enter ein gemobbter, ausgenommener Spast ist, den jeder nur verarscht, würde ich einfach mal sagen, dass 16 von 64 Lines gepuncht haben, was dann für den ganzen Teil eine Punchline-Dichte von 25% machen würde. Weil so unnormal schlimm ist das Ganze jetzt auch nicht, dass es jetzt irgendwie die ganze Runde zerstören würde. Es ist nur absolut unnötig, langweilig und ich würde es am liebsten gar nicht bewerten. Kommen wir endlich zum letzten Teil und das ist mit Abstand der beste. Er hat davor schon ein paar gute Lines, aber ganz am Ende übertrifft er das Ganze einfach nochmal. Der Beat ist der epischste und böseste von allen, also da kommt sowieso schon mal die richtige Stimmung auf, aber auch lyrisch kommen hier die meisten Highlights. Er spielt viel mit der Runde, mit der er letztes Jahr umgebracht wurde und verpackt das extrem gut mit Selbstironie. Erstmal kommt ein schöner Anfang, wo er darauf eingeht, dass Ente seit einer Ewigkeit gegen ihn stichelt und dann macht er direkt weiter mit einer selbstironischen Line, weil er ja öfters als Nazi beleidigt wird. Er bezeichnet sich einfach selbst als Rechten, dem das Battle aber so leicht fällt, dass er es mit links macht. Du wolltest das Battle, hattest den Traum, mich zu ficken, hast dein Maul aufgerissen, dich getraut, mich zu dissen. Es ist klar, wer dieses Battle gewinnt, doch ironischerweise macht das der Rechte mit links. Dann wird's ein bisschen sehr extrem. Er will Ente leiden lassen wie die Juden im KZ und heißt ihn willkommen in seiner persönlichen Gaskammer. Das fand sogar ich etwas übertrieben. Das ist halt mega hart, aber deswegen nicht unbedingt mega gut. Und er bringt das extrem ernst rüber. Das kann man natürlich auch anders sehen, aber ich glaube, das sind okay Punchlines. Die sollen eher schocken als punchen. Jetzt wirst du Hure hier zerfetzt. Guck ich, lass dich leiden wie die Juden im KZ. Jede Line trifft dich wie ein tödlicher Schlaghammer. Willkommen in meiner persönlichen Gaskammer. Danach geht er nochmal auf Entes Zerstückelungsvideos ein und verpackt das in einer relativ guten Reimkette. Zwar habe ich die Reime Eingeweide, Leichenteile und Einzelteile schon unzählige Male gehört, aber er hat noch genug andere Reime und hat da so ziemlich das Beste rausgeholt. Außerdem passt es thematisch. Du bringst immer nur die gleiche Scheiße, los schreibe deine einfallsreichen 30 Reime über reihenweise Leichenteile. Hole dir deine Beile und nehme mir beide Beine, schneide meine Eingeweide, scheibchenweise in Einzelteile. Dann kommt leider erstmal wieder ein bisschen Standardkram, der halt irgendwie sehr provokant sein soll. Er erwähnt da die SS in Auschwitz, was ich etwas sinnlos finde, und sagt, dass wenn die Ente etwas ausschlachtet, dann nur sein Image als Killer. Also beides nicht der Rede wert. Danach kommt aber wieder was Witziges, und zwar, dass Ente so viel Ketchup in seinen Videos benutzt, dass der dann leider beim Essen fehlt. Und er findet, dass Entes Videos, also Streifen, alle gleich aussehen, so wie die Streifen bei der Tigerente. Cool, dass sie mit blutigen Effekten dreht. Schade nur, dass beim Essen dann der Ketchup fehlt. Ein ewiger Kreislauf, nenn dich doch Tigerente, denn deine Streifen sehen alle gleich. Dann kommt eine gute Line darüber, dass Entes Wortspiele genauso sind wie ein Fußballer, der nur Tricks macht. Das ist ein ziemlich guter Vergleich. Leider bringt er direkt danach wieder eine etwas zu billige Line darüber, dass Ente im Rap-Game ja wie eine Schwalbe im Fußball ist, weil ja beides Vögel sind und so. Das fand ich extrem einfallslos. Krass, wie du mit Worten spielst. Doch was bringt ein Fußballer, da viele Tricks macht, aber keine Tore schießt? Dann kommt wieder was ziemlich Gutes. Und zwar macht er ein kleines Wortspiel mit Dagi B, die wohl anscheinend Dagmar heißt. Er redet davon, die Dagmar zu ficken. Das passt da einerseits ziemlich gut rein, weil er Line gefickt hat, aber natürlich auch wegen der Doppeldeutigkeit zu Dagmar. Was einerseits heißen kann, dass er die Dagmar ficken will oder die Dagmar, also die Dagmama, fickt. Du schreibst so Dreck und wenn ich sag, dass ich die Dagmar ficke, red ich nicht von Lions Ex. Dann wird's langsam richtig geil. Erstmal gibt's wieder Vogelbezug, das ist aber eher wieder im Bereich solide bis gut, aber dann bezieht er sich auf die Runde vom Schwamm, wo der ja gesagt hat, dass er eine Marie vergewaltigt hat, nachdem er sie mit K.O.-Tropfen betäubt hat, und er benutzt das richtig genial gegen Entertainment. Erstmal ist das natürlich extrem selbstironisch und außerdem bringt Entertainment fast eine ganze Runde damit, was Gio für ein Kinderficker ist, was die Line noch zusätzlich stärker macht. Scheinbar bist du Vogel zu dumm, wie willst du hier überleben? Rap ist eine brotlose Kunst. Ich erledige den Wichser, du bist nicht Marie, denn du bist erst bewusstlos, nachdem ich dich gefickt hab. Danach geht er noch auf die ganzen Flaschenlines ein und kontert das richtig witzig. Ente hat ja gesagt, dass die Gärtners alle Flaschen sind und dass die Mutter eine Flasche in den Kopf bekommen hat, das weiß ja mittlerweile auch jeder. Gio sagt dazu, dass er sich, weil Ente ihn eine Flasche nennt, fast weggeschmissen hat. Also wie die Flasche, die seine Mom an den Kopf bekommen hat. Also weil Ente ihn Flasche nennt, hat er sich fast seiner Mutter an den Kopf geschmissen. Richtig genial, wie er diese Situation nochmal auf die Schippe nimmt. Und dann kommt noch eine geile Line. Marie ist ja mittlerweile viel zu alt und außerdem nicht mehr Jungfrau, weil Gio sie ja Vergewaltigungsjungfert hat. Und deswegen nimmt er jetzt ihre kleine Schwester und bezieht das noch auf das Battle. Also er nimmt Ente durch die Selbstironie ziemlich viel von seiner Angriffsfläche weg. Außerdem sind seine Kinderficker-Lines noch krasser als die von Entertainment. Wie kannst du solche Texte kicken? Du sagst, ich bin eine Flasche, da hab ich mich fast weggeschmissen.
geschmissen. Keiner besiegt diesen Rapper. Das Battle ist schneller gerissen als das Jungfernhäutchen von Maries kleiner Schwester. Danach geht es noch weiter in Richtung Kinderficken und das hat Ente auch wieder mit aufgebaut. Beide sind sich einig, dass Gio Kinder fickt. Und diesmal sagt Gio, dass er die Tochter von Ente fickt. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob es die gibt, denn die Line knallt einfach. Es ist natürlich Quatsch, dass er Kinder fickt. Aber trotzdem streitet es im gesamten Battle niemand ab. Und deswegen ist es brutal, wenn er sagt, dass er Entertainments Tochter fickt, weil es irgendwie einfach authentisch wirkt. Und die letzte Line ist ein absolutes Ultra-Highlight. Die ist nicht rot, orange oder grün. Die ist Gold. Ich werde sie als 4 Punchlines werten, weil sie ultra ist. Ente bringt von Anfang an das Psycho-Massenmörder-Image. Und jetzt bringt er eine gesamte Runde darüber, was Gio für ein Kinderficker ist. Der Schwamm hat ihn außerdem noch zum Nazi gemacht. Gio fickt Entes Image mit einem Satz kaputt, indem er sagt, dass er selbst ein kinderfickender Nazi ist und fragt, wer ist jetzt der Psycho? Das bist nicht du, Opfer. Halt besser deine Schnauze, sonst komm ich zu dir nach Hause und dann fick ich deine Tochter. Du bist gefährlicher als Gio, ich bin jeder kinderfickende Nazi. Also wer ist hier der Psycho? Die Hook finde ich vom Sound her gut und sie puncht doch. Er bringt da seinen nicht ganz neuen Spruch, dass er halt keine Maske braucht und auch so ein richtiger Rapper ist. Außerdem bezeichnet der Ente als Marketingprodukt und Gio müsste ja sein Gesicht nicht verstecken. Nichts Neues aus dem Hause Gartner, aber trotzdem finde ich das in dieser Hook-Form ziemlich gut und sehr passend. Ente, ich schicke dich auf die Bretter, Bühne frei für einen richtigen Rapper. Ein Mann ohne Maske, ohne Schutz, kein von Grund auf aufgebautes Marketingprodukt. Ente, ich schicke dich auf die Bretter, Bühne frei für einen richtigen Rapper. Immer wieder an der Spitze im Battle und das ohne mein Gesicht zu verstecken. Im zweiten Part bringt er Parallelen von Ente zu SpongeBob. Das ist an sich kein schlechter Ansatz und im gesamten Part ist das wechselhaft gut umgesetzt. An manchen Stellen finde ich das gut und angebracht, an anderen finde ich es dafür unpassend und etwas an den Haaren herbeigezogen. Er baut das am Anfang erstmal auf, er vergleicht Entertainment im Bereich Maskenfarbe, Image und Hype mit SpongeBob, aber punchen tut das jetzt nicht. Gut finde ich aber, was er danach sagt, und zwar, dass sich vor SpongeBob keiner für ihn interessiert hat. SpongeBob kam 2013 und Entertainment kam 2014 auf dem JBB-Kanal. Ich finde persönlich, dass Entertainment sehr gut für sich selbst steht und interessant genug ist, aber ihn damit zu dissen, dass die SpongeBob-Welle mitgeholfen hat, das könnte man auf jeden Fall so gegen ihn verwenden. Gelbe Maske, großer Hype, Image, Rap und Kinderfans. Ey, ich frag mich, an wen mich das erinnern lässt. Nur dank dem Schwamm bist du ein Teil von diesem Business hier, denn von SpongeBob hat sich doch keiner für dich interessiert. Danach kritisiert er Entertainments Rap und vergleicht ihn direkt mit SpongeBob und ich finde, das macht er auf eine sehr gute Art und Weise. Es gibt wirklich einige Parallelen zwischen Entertainment und SpongeBob. Das sieht ja ein Blinder mit Krückstock. Aber Gio nimmt abgesehen von der Optik und den oberflächlichen Gemeinsamkeiten jeden einzelnen Bereich im Rap und sagt, dass Entertainment überall schlechter ist. Ich finde das von den Lines und vom Flow sehr gut gemacht. Du kannst schlechter rappen, schlechter schreiben, schlecht betonen. Er kann besser texten, besser reimen, besser flowen. Das danach finde ich aber wiederum schlecht. Gio sagt, dass Ente eine Imitation einer Imitation als Billigversion ist. Erstmal weiß ich nicht, wovon SpongeBob jetzt die Imitation sein soll. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als SpongeBob-Imitation bezeichnen. Und Entertainment gab es schon vor SpongeBob. Er war halt nur ein absoluter Niemand, deswegen wirkt es so, als wäre SpongeBob zuerst da gewesen. Außerdem, wenn man ganz genau sein will, kann man sagen, dass Gio das King-Finale von SpongeBob imitiert. Also, wer ist hier die Imitation? Aber ich will hier nicht anfangen, irgendwelche Lines zu kontern. Dann kommen wieder solide Lines. Er sagt, dass sich nur jemand für Entertainment interessiert, weil SpongeBob ja gar nicht mehr da ist. Gut, er war jetzt auch letztes Jahr schon einer der relevantesten im Turnier, aber ich will ja auch nicht jede kleine Line komplett auseinandernehmen. Danach sagt er noch was Gutes, und zwar, dass Ente ein SpongeBob ohne Double Time, Gegnerbezug und Ohrwurmhooks ist. Und das trifft auch. Entertainment macht kein Double Time. Zum Glück muss ich an der Stelle aber auch sagen. Gegnerbezug ist auch immer so eine Sache. Okay, es ist natürlich Gegnerbezug, wenn er Gio die ganze Zeit als Kinderficker bezeichnet, aber irgendwie ist es auch Rundenbezug auf die Runde von SpongeBob, wo er das halt gebracht hat. Bei den Ohrwurm-Hooks würde ich aber ein bisschen widersprechen. Die sind zwar nicht gesungen wie beim Schwamm, aber viele Hooks von Entertainment fand ich echt gut dieses Jahr, aber trotzdem sind das gute Lines. Schreibe dein Testament, nur weil der Schwamm dieses Jahr nicht dabei ist, bist du für die Leute hier noch existent. Du hast schon verloren, guck, du bist ein Lispelnder SpongeBob ohne Double-Time, Gegnerbezug oder Ohrwurm-Hooks. Dann kommt leider wieder was Schrottiges, und zwar bezeichnet er Entertainment als schlechte Kopie, und das ist Quatsch. Weder SpongeBob ist eine Kopie von Entertainment, noch andersrum. Entertainment gab es schon vorher und für SpongeBob war es unmöglich zu wissen, dass so eine rappende Ente existiert, weil er nur 3 Klicks hatte. Also beide sind unabhängig voneinander entstanden. Dann kommt er mit Lions-Sachen an, was ich gar nicht gut finde. Natürlich will er hier nochmal, dass jeder sich daran erinnert, dass Gio Lion zerstört hat. Aber irgendwie gehen die Lines alle voll daneben. Er sagt, dass Lion mehr Hype als die Ente verdient, weil er ja im Gegensatz zur Ente eine Persönlichkeit hat. Und ganz ehrlich, niemand will irgendwas über die Persönlichkeit von irgendeinem Fotzensohn wissen, und wen juckt überhaupt die Persönlichkeit, wenn man ein interessantes Image haben kann, das viel mehr entertaint.
Lieber geiles Image als langweilige Nuttensohn-Persönlichkeit. Danach bringt er noch mehr über Lein, und zwar, dass er den lieber featuren würde und Löwenkind kauft, anstatt Geld zu bezahlen für Ente-Songs und T-Shirts. Okay, er schiebt gut Hass auf den Typen, also ist das wahrscheinlich eine relativ witzige Übertreibung, aber ich find's halt einfach nicht krass. Da finde ich's viel witziger, wenn ein Spongy sagt, ey, bevor ich Ike eine Hook mach, fick ich meine eigene Mutter. Das ist halt 10-mal krasser als, ja, ich geh Lion featuren, weil es halt eine extrem witzige Übertreibung ist. Mag sein, dass Gio und Lion eine Vorgeschichte haben und es deswegen extrem abwegig ist, aber es kommt halt nicht krass. Es ist irgendwie nicht übertrieben genug, um witzig zu sein, und es ist zu unauthentisch, um anderweitig zu dissen. Danach bringt er noch eine Zeile aus dem Lion-Diss, wo er sagt, dass Löwenkind das neue Hurensohn ist. Jetzt versucht er so zu drehen, dass Entertainment das neue Löwenkind ist. Also Hurensohn ist Löwenkind, Löwenkind ist Entertainment. Und auch das prallt an Entertainment ab, meiner Meinung nach, weil nichts wacker sein kann als Lion. Er schafft es einfach nicht, das plausibel zu machen. Warum sollte Entertainment auch nur ansatzweise so scheiße sein wie Lion? Klar muss nichts im Battle Rap stimmen, aber ich finde es nicht mal witzig oder irgendwie dissen, weil es halt so mega abwegig und unzutreffend ist. Entertainment ist einfach zu gut. Und er ist rap-technisch eigentlich auch besser als Gio. Jetzt kommt eine komplett sinnlose Fülllein, in der er sagt, dass Ente-Gelaber für ihn sowieso nur ein Schlag ins Leere ist. Ich verstehe einfach nicht, warum solche Lines zu diesem Zeitpunkt im Track überhaupt noch existieren. Ich kann verstehen, dass ich manche Angriffsflächen vielleicht anders sehe als Gio, aber ich nehme dann den Versuch zumindest zur Kenntnis. Was ich nicht verstehe ist, wie man nach über 15 Minuten Disserei noch Fülllines bringen kann. Es ist wirklich nicht schwer, den Beat zu kürzen. Man muss nicht das ganze Ding bis zum Erbrechen voll rappen, nur um auf Länge zu kommen. Aber danach sagt er eine Sache, die ich mal auf jeden Fall abkaufen kann. Er ist tatsächlich so ziemlich der relevanteste Rapper ohne Maske im JBB. Ohne Maske ist ansonsten nur Fortune so weit gekommen wie er, und der ist ja jetzt seit längerem im Winterschlaf. Also im Moment ist Gio wirklich sehr relevant, und das ohne Maske gegen die interessanteren Rapper wie zum Beispiel Neo oder Entertainment. Und das zu schaffen ist auch eine große Leistung, und es ist ein Front darin, denn Entertainment ist rap-technisch zwar mega gut und das Image passt auch, aber die Maske macht es halt wirklich ein bisschen interessanter. Egal ob unter der Maske jetzt dieser Typ von den Fotos steckt oder irgendjemand anders, die ganze Inszenierung funktioniert einfach viel besser mit der Entenmaske, als wäre da ein menschliches Gesicht. Deswegen hat es ein Gio auch schwerer, und deswegen finde ich diese Line gut und berechtigt. Ich hab zerfickt mit jedem Battle, das ich machte, und bin hier der einzig relevante Rapper ohne Maske. Danach erwähnt er vergangene Battles, in denen Entertainment verloren hat, und zufälligerweise sind das tatsächlich ausgerechnet zwei Leute, die Gio dann ziemlich mies zerlegt hat. Gut, dass die Verse ein Entertainment von 2014 oder diesem Jahr irgendwas hätte anhaben können, halte ich zwar für eine Traumvorstellung, und das Battle gegen Lasker ist ausgerechnet das, wo ich heutzutage an meiner eigenen Entscheidung zweifle, aber dennoch ist das eine solide Aufbauline. Und die danach, dass er die gefickt hat, die Ente gefickt haben, ist hauptsächlich wegen der Delivery krass, denn so richtig gefickt wurde Entertainment da halt nicht. Ich finde aber trotzdem, dass die Line relativ stark rüberkommt. Du mieser kleiner Bastard, sage fertig mich zu wissen, denn wer hat dich zerrissen? Ein Divas und dein Lasker? Du solltest lieber nichts sagen, denn wie willst du mich schlagen? Mann, ich hab diejenigen gefickt, die dich gefickt haben. Das nächste finde ich auch wieder ziemlich gut. Er erwähnt dann nicht die Gegner von Entertainment, sondern einfach nur die Tatsache, dass Entertainment wirklich in jedem einzelnen Turnier früher rausgeflogen ist als Gio. Beide haben an extrem vielen Turnieren teilgenommen, und zwar gleichzeitig. Und Gio hat jedes Mal länger durchgehalten. Das finde ich ist eine relativ gute Aufbau-Punchline, und die danach finde ich sogar richtig gut. Ich weiß, dass es eventuell nicht jedermanns Geschmack ist, und es machen sich auch gerne mal Leute darüber lustig, dass ich in bestimmten Fällen einen Hurensohn als Punchline werte, aber ich finde, dass es manchmal einfach geil kommt, und hier ist wieder so ein Moment. Er kontert die Gartner-Gene sehr stumpf und geil delivered als Hurensohn-Gene. Ich bin als Sohn voll Assi, dass ich das mega feier. Du reißt dein Maul auf in über 1000 Strophen, doch bist aus jedem verfickten Turnier früher rausgeflogen. Was willst du denn schon reden? Komm, battle mich mit Gartner, du protestlicher Versager mit den Hurensohn-Genen. Kommen wir endlich zum allerletzten Part. Diese Analyse ist sowas von anstrengend. Wer bis hierhin durchgehalten hat, ohne zum Ergebnis zu spulen, der kann ja mal so einen Punkt in die Kommentare schreiben. Wenn einer fragt, dann sagt aber auch nicht, was der Punkt zu bedeuten hat. Der letzte Part beginnt mit 4 Standardlines, die ich euch mal wieder ersparen werde, aber danach kommt eine richtig stumpf geile Entenline. Ich weiß nicht wieso, aber ich feiere die übelst. Entertainment ist eine Ente, und wenn man sich lächerlich macht, dann macht man sich zum Affen. Gio meint, er ist eine Ente, also soll er sich mal nicht zum Affen machen. Ich finde die Line übelst witzig und habe sie todes gefeiert. Und danach kommt noch eine recht gute Line, und zwar nimmt er eine geile Line von Entertainment, die ich übelst gefeiert habe, nämlich du behinderter Vollspast, wirst mir höchstens gefährlich, wenn du mal hinter mir stolperst. Das war gegen Lasker auf sein Gewicht bezogen. Gio dreht das gegen ihn, und zwar mit Lispeln. Also der Lispelteil hatte doch eine kleine Daseinsberechtigung, weil er dafür verantwortlich ist, dass die Line jetzt so gut funktioniert. Ich finde, dass sie hier gut eine besonders prägnante Line von Entertainment umgedreht hat. Du willst mich mit deiner Axt richtig zerhacken, doch du bist eine Ente.
Vorteil, so mach dich nicht zum Affen. Du behinderter Krüppel, kannst mich höchstens nass machen, wenn du hinter mir lispelst. Dann kommen wieder Hässlichkeitslines. Und ich muss sagen, das mit den Gesichtshälften war ja noch witzig, aber hässlichster Rapper der Welt von Gio gegen jemand anders zu hören? Nee, Mann, halt die Fresse, du Gartnersohn. Aber er brauchte das halt als Aufbauline für sein Pariser Wortspiel. Pariser und Kondome in einem Wortspiel zu benutzen ist jetzt nicht gerade neu, aber die Paris-Anschläge in einem Wortspiel zu benutzen ist dann doch auf jeden Fall eine recht witzige Aktion. Du siehst so eklig aus, am 13.11. sind mehr Pariser draufgegangen, als du in deinem Leben brauchst. Dann bringt er tatsächlich noch eine Hässlichkeitsline, die ich aber ein bisschen witziger finde. Nicht sonderlich originell an sich, aber durch den Aufbau mit den Gesichtshälften funktioniert die dann doch um einiges besser als die von gerade, wo Gio Ente als hässlichsten Rapper der Welt bezeichnet. Er hat einfach schon etabliert, dass Ente eine extrem schiefe, verschobene Fresse hat und dadurch kommt die Line in dem Moment viel besser, als sie eigentlich ist. Und danach kommt noch eine sehr geile Line, wo er wieder auf sein Vergewaltigungsopfer Marie anspielt. Ente sagt oft, dass er viele Drogen nimmt und früher hat er, glaube ich, auch vom Verticken gesprochen. Jedenfalls hält Gio Entes Qualität für nicht sonderlich berauschend. Er macht sich hier nochmal über die Vergewaltigung lustig, indem er sagt, dass Entes Drogen ja viel zu schwach gewesen wären, um sie schön gefügig zu machen. Selbst die ranzigste Nutte lässt dich nie ran. Sie sieht deine Fresse und sagt, guck mich nicht so schief an. Würde ich Drogen bei dir kaufen, wäre ich mies gelaunt. Denn dein Scheißstoff kann nicht einmal Marie umhauen. Dann bringt er wieder einen Aufbau-Line und erwähnt so ziemlich alles, was jemals gegen ihn gebracht wurde, in einer Zusammenfassung. Und das puncht zwar nicht, aber da ist mir eine Sache aufgefallen. Was soll man überhaupt noch gegen Gio sagen, nachdem er von SpongeBoss zweimal in 1000 Einzelteile zerfickt wurde? Man kann eigentlich nur noch sagen, dass er von SpongeBoss in 1000 Einzelteile zerfickt worden ist. Und selbst darüber macht er sich selbst mittlerweile lustig. Ich glaube, Gio hat den Status der Undissbarkeit erreicht. Er ist wie so eine tausendfach vergewaltigte Gammelnutte aus Bangkok, die niemand mehr anfassen will. So hart durchgefickt und geschändet, dass einfach schon alles kaputt ist und das Sperma schon aus den Ohren wieder rausläuft. Womit soll man einem Gio denn jetzt überhaupt noch auf den Sack gehen? Er hat in dem Battle gegen SpongeBoss die schlimmsten Höllenqualen erlitten. Naja, ich schweife ein bisschen ab. Jedenfalls bringt er Dinge, die Entertainment über ihn sagen soll und am Ende ist es so, wie er sagt. Gio war im Gegensatz zu Ente die letzten Jahre im Finale. Und das ist eine ziemlich starke Aussage. Erwähn den Schwamm, nenn mich Nazi, nenn mich Emo, nenn mich hässlich, nenn mich feige, nenn mich Hazi, nenn mich Pedo. Doch ich scheiß drauf, was du alles sagst. Diss mich ruhig damit, dass ich im Gegensatz zu dir die letzten Jahre im Finale war. Dann bringt er einen Aufbau, den ich leider sehr billig formuliert finde. Er sagt, dass Ente ja nie die Faust gebraucht hätte oder jemanden ausgeraubt hat. Diese Wortwahl finde ich einfach extrem schlecht. Und er braucht halt irgendwas, um dann zu sagen, dass er privat sein Maul nicht aufkriegt. Also das ist wieder schlechte Wörter wegen Reim. Also vom Sinn her soll das wohl heißen, dass er in den Songs Geschichten erzählt, aber privat die Fresse nicht aufkriegt und voll die Pussy ist. An sich nicht schlecht, aber kacke umgesetzt. Die Line danach ist aber wieder gut, also im Endeffekt hat der Aufbau trotzdem funktioniert und er erwähnt dann noch Entes Rap-Performance, wo er ja viel mit den Händen rumfuchtelt, weil ihm ja durch die Maske die Mimik fehlt. Ich finde das dann ziemlich geil, wie er ihn dann extrem stumpf als schüchterne Schwuchtel bezeichnet und auch vom Reim und dem Sinn an sich finde ich das gelungen. Du hast dir die Faust gebraucht oder jemand ausgeraubt, denn privat bist du eine Pussy und kriegst dein Maul nicht auf. Trotz der Axt und dem verrückten Gefuchtel steckt unter der Maske nur eine schüchterne Schwuchtel. Dann bringt Gio ein bisschen Pseudo-Real Talk, den ich aber gar nicht so schlecht finde. Es ist mit zwei Lines aufgebaut und er hält das angenehm kurz, deswegen ist mir das nicht so auf den Sack gegangen wie 64 Lines Mobbing-Opfer-Gelaber. Und außerdem bringt er da ausnahmsweise sogar etwas, was ich gar nicht so unauthentisch finde. Ich glaube natürlich nicht wirklich, dass es passiert ist, aber da Gio zum Splash geht und sich da irgendwie jeder über den Weg läuft, wirkt es irgendwie gar nicht so weit hergeholt, dass die sich eventuell getroffen haben könnten. Jedenfalls geht das wieder in Richtung Pussy und dass er da alleine auf dem Splash in der Ecke gesessen hat. Aber gut fand ich davon, dass Ente für sein hasserfülltes Rappen bekannt ist und Gio sagt, dass er im echten Leben halt Angst hat und mit zittriger Stimme redet. Auf dem Splash gab dir zwar keiner auf die Fresse, doch während wir feierten, saß du alleine in der Ecke. Kam jemand zu dir und fragte dich nach einer Kippe, war deine Antwort klar, mit zittriger Stimme. Dann bringt er wieder zwei Lines mit dem üblichen Maskengelaber und sagt, dass Entertainment sowieso nur ein Hampelmann ist. Und dann bringt er wieder ein gutes Hurensohn unter. Ja, ich weiß, dass viele das anders sehen, aber mich entertainen solche übertrieben direkten Du bist ein Hurensohn-Lines manchmal extrem und auch hier hat er das wieder geschafft. Auch bezeichnet er Entes gelben Regenmantel als Kutte und nach komischer Kutte habe ich beim ersten Mal hören auch nicht den Reimchen vorher gewusst. Wenn irgendwo im Text ein Wort oder Satz vorkommt, wo U und O in drei Silben vorkommt, also Google Chrome oder Du denn schon als Beispiel, dann ahnt man halt einfach schon das Hurensohn, was danach kommt. Und das Sohn einer Nutte hat mich an der Stelle etwas überrascht und deswegen fand ich es witzig. Zieh dir deine Maske an und häute mich im Battle, doch die Leute, die dich kennen, wissen, du bist so ein Hampelmann. Denn auch mit der Axt und mit der komischen Kutte
Bleibst du trotzdem nur der Sohn einer Nutte? Dann bringt er eine Vogel- und Mutterlein, die ich ganz witzig fand. Dadurch, dass die Runde extrem lang ist und er jetzt am Ende auch so ziemlich die besten Lines relativ eng nacheinander rausballert, kommt tatsächlich ein bisschen das Feeling auf, dass hier von Kaputtficken die Rede sein kann. Also die Line ist auf jeden Fall schon mal gut platziert, weil sie so spät kommt. Und dann bringt er halt noch den Gegnerbezug durch die Federn. In der nächsten Line bringt er wieder Hurensohn, aber diesmal andersrum. Wenn er erst Judentum gesagt hätte, dann wäre das Hurensohn wieder viel zu vorhersehbar gewesen. Dadurch, dass er jetzt zuerst sagt, dass Entertainment ein Hurensohn ist und dann Judentum darauf reimt, ist es besser umgesetzt. Außerdem spielt er hier wieder auf die Spongy-Runde an, wo er ja mehrmals als Nazi bezeichnet wurde. Wusstest du, dass du wie das Bett von deiner Mutter bist? Das ist auch gefedert und wird von mir kaputt gefickt. Du kleiner Hurensohn, nenn mich recht, doch wenn ich hier der Nazi bin, dann bist du das Judentum. Dann bringt er wieder eine Standardline damit, dass sich bei Entertainment sowieso alles gleich anhört oder gleich aussieht. Aber das hat er irgendwo ganz am Anfang viel besser und mit Gegnerbezug schon gesagt, und zwar mit der Tigerente. Bei der Tigerente sind alle Streifen gleich, was Dicke und Abstand betrifft. Und er meint, dass Entes Videos, also Streifen, wie die Streifen dieser Tigerente sind. Außerdem Entertainment und Tigerente. Das ist exakt der gleiche Inhalt, nur viel eleganter verpackt. Hier sagt er nur, dass man Entes Runden nicht voneinander unterscheiden kann, was dann halt wieder nicht so gut ist. Er bringt das halt wieder sehr stark rüber, aber eigentlich ist das eher so eine Standardline. Aber danach bringt er wieder was sehr Witziges übers Lispeln. Ich finde das interessant, dass der Lispel-Part fast nur Schrottlines beinhaltet hat, aber dadurch, dass dieser Part existiert, hat er das Lispeln trotzdem etabliert, und wenn er im späteren Verlauf der Runde, also jetzt zwischendurch Bezug darauf nimmt, dann kommen die Lines auf einmal viel treffender. Aber wahrscheinlich liegt es auch einfach an der Wortgewandtheit und daran, dass die Lines viel fresher sind. Albträume haben manche Menschen von Monstern oder Massenmördern. Diese zersägen, zerfleischen, quälen oder was auch immer. Ente macht solche Dinge in seinen Videos. Aber dadurch, dass er lispelt, ist er trotzdem kein richtiger Albtraum, sondern ausschließlich einer für Logopäden. Sehr elegant formuliert. Alter, wen willst du zersägen oder quälen? Mann, du bist so ein Albtraum für jeden Logopäden. Dann kommt eine Sache, die ich einfach schlecht rübergebracht finde. Er sagt, dass Entertainment sich mal umbringen wollte, aber das kommt einfach so plötzlich und nicht gut formuliert. Vom Sinne ist das ja okay. Ente bringt Leute um, wegen seinem Image. Aber wollte sich mal selbst umbringen. Aber er bringt das einfach zu plump und unoriginell rüber. Danach bringt er schon wieder seine Du bist zu dumm für dies und das Line. Und das finde ich wieder extrem schlecht. Bei Laska war es schlecht, als er gesagt hat, du bist zu dumm zum Anschneiden. Aber er hatte wenigstens vorher etabliert, dass er Laska total dumm findet. Mit Rechtschreibfehlern, seinem Gesichtsausdruck und so weiter und so fort. Das funktioniert gegen Ente aber einfach nicht. Ente trägt eine Maske, hat ein Image, den mag man oder findet man scheiße. Aber eine Sache kann niemand behaupten: dass Ente dumm ist. Mit dieser Technik und den Wortspielen, die er bringt, ist das einfach unmöglich. Ein Scherz ist ja nur dann witzig, wenn er wenigstens zu 1% stimmt. Entertainment ist einer der schlauesten Rapper, und deswegen sind Lines wie Du bist zu dumm, um dich umzubringen, gegen ihn zu bringen, leider das einzig Dumme an der Sache. Jetzt kommen wir zu den letzten 4 Lines und dem, was einen Diss quasi ausmacht, nämlich das Finale. Und das ist richtig gut umgesetzt. So schlimm ich es finde, dass er das alles zu ausführlich gemacht hat, so gut kommt es halt am Ende, weil er alles etabliert hat und jede Sache nochmal nacheinander aufzählt. Jeden Teil, den er in seiner Runde gebracht hat, holte einem in 2 Lines nochmal zurück ins Gedächtnis. Viele dieser Teile waren zu lang, zum Beispiel Mobbing-Opfer hätte maximal 32 statt 64 Lines gebraucht, das mit dem Lispeln war von den Lines her schwach, und es gibt noch zig andere Mängel. Aber trotzdem kommt alles komprimiert in diesen 2 Lines sehr stark rüber, und der Abschluss ist, dass ich Entertainment im Stich lassen würde, weil Ente keine Klicks mehr bringt nach dieser Runde. Das ist natürlich absoluter Quatsch, weil ich nie jemanden fallen lasse, wenn er keine Klicks bringt, sonst wäre die First ja die letzten Male King geworden oder irgendwelche anderen Publikumslieblinge. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine wirkungsvolle Line ist, auch wenn sie etwas unrealistisch ist. Gesichtskrüppel, Maskenträger, Image-Rapper, Horror-Spassi, Mobbing-Opfer, Spongebob-Spiter, Missbefresse, Drogen-Junkie. Doch bringst du auf YouTuber Klicks, doch da das hier nach nicht mehr der Fall ist, lässt dich auch Julian im Stich. Damit ist es endlich vollbracht. Gio bekommt von mir noch ein ganz herzliches Du bist ein richtig dreckiger Hurensohn, dass ich hunderte Stunden an dieser scheiß Analyse sitzen durfte. Bastard, Fotze, ich ficke dich. Nächstes JBB wird es im King-Finale definitiv eine Zeitgrenze geben. Die Runde, die Gio hier gemacht hat, als 10 oder vielleicht auch 12 Minuten Version, wäre brutal gewesen. Aber so ist es insgesamt einfach nur mittelmäßig, obwohl richtig krasse Momente da drin sind. Zum Glück hat er am Ende nochmal richtig losgelegt. Aber kommen wir zu der Punchline-Dichte. Entertainment hatte 48 Lines und gesessen haben 22, macht eine Punchline-Dichte von 46%. Gio hat 286 Lines und davon gesessen haben 116, macht eine Punchline-Dichte von 41%. Der Unterschied ist so gering, dass man hier noch von einem Unentschieden sprechen kann. Außerdem hat Gio insgesamt 5-mal so viele Punchlines wie Entertainment und er hat richtig krasse Highlights gehabt. Ich gebe deswegen ein 1:1 bei Punchlines. Kommen wir ausnahmsweise erstmal zum User-Voting, bevor es zum Extrapunkt geht. Das User-Voting hat Entertainment extrem knapp für sich entschieden. Auf YouTube liegt Gio vorne, aber durch Downloads hat Ente noch etwas mehr gerissen. Wir haben im Moment also ein 2:2 und es kommt jetzt ganz allein auf den Extrapunkt an.
Gios Runde ist zu lang. Er hat zu viel geklaut. Es gibt zu viele unnötige Sachen wie Mobbingopfer und es gibt noch unendlich viele andere Dinge, an denen man rummeckern kann. Aber man hat bei ihm nach der Runde trotzdem das Gefühl, dass er Enter an manchen Stellen ziemlich gut gebumst hat. Enter hat wieder ein paar gute Lines, aber eine etwas eintönige Angriffsfläche. Gegen Entes Finale hätte Gio keine Chance gehabt, aber diese Leistung hat Ente ja nun mal nicht gebracht. Ja, man vergleicht Gios Runde automatisch mit der von Spongy und ja, sie wirkt so, als hätte er sich daran orientiert. Außerdem ist sie schlechter. Das stimmt alles. Aber keiner vergleicht die Runde von Entertainment mit der von Spongy. Ich finde, im Vergleich kommt Entertainment noch um einiges schlechter weg als Gio. Dass man Gio mit SpongeBob vergleicht, das hat er dummerweise selbst provoziert. Aber an und für sich ist die Runde trotzdem das Beste, was er je gemacht hat. Entertainment hat hin und wieder gute Lines, die auch entertainen, aber wer hat an einer bestimmten Stelle gedacht, diese Line hat richtig geil gesessen. Gio hat in seiner Runde trotz Länge auch absolut überragende Überlines, wie zum Beispiel, ich bin der kinderfickende Nazi, also wer ist hier der Psycho? Ente hilft ihm sogar die ganze Runde lang, diese Line so unendlich brutal zu machen, weil er ihn durchgehend als Kinderficker bezeichnet. Und eine Person, die wahrscheinlich immer noch von ein paar Idioten für einen kinderfickenden Nazi gehalten wird, ist tatsächlich um einiges schlimmer als jemand, von dem niemand denkt, dass er tatsächlich in der Realität Menschen umbringt. Gios Runde hat extrem viele Makel und sie ist mir teilweise richtig brutal auf den Sack gegangen, aber ich finde einfach, dass sie trotzdem mehr zerstört hat als die von Entertainment. Der Extrapunkt geht an Gio. Damit ist Entertainment weiterhin der JBB King 2015 und Gio ist ab jetzt der Zweite, der den Titel King of Kings erreicht hat. Außerdem bekommt er 2500 Euro von mir und seine Downloads von euch. Entertainment bekommt seine Downloads. So, das JBB 2015 ist zu Ende und es fehlt eigentlich nur noch eine Sache, nämlich der Mammut-Mix. Es wurde leider schon von so vielen Leuten gespoilert, eigentlich wollte ich das wieder als Überraschung machen, aber es kann mal wieder keiner die Fresse halten, ne? Das wird leider auch noch ein paar Wochen dauern, Gio wusste nämlich bis zu diesem Zeitpunkt gerade nicht, dass er überhaupt gewinnt. Die Analyse war ein absolutes Staatsgeheimnis. Normalerweise sage ich den Teilnehmern immer vorher Bescheid, aber es gibt ja keine nächste Runde mehr, auf die sich alle vorbereiten müssen. Gio fängt jetzt erst an, sein Part zu machen, außerdem gibt es noch ein paar andere Sachen, die daran gemacht werden müssen und dann muss ich das Ganze auch noch alles mischen lassen für über 1000 Euro. Weil das Ding so ewig lang ist. Also irgendwann in 2-3 Wochen gibt's Mammut Mix Nummer 2. Und im Februar beginnt dann die Cypher, die alles abreißen wird, was jemals auf diesem Kanal stattgefunden hat. Sogar Big Jigger Jay aus der Hall of Shame sitzt seit Monaten an seiner Quali, den habe ich damals todesgefeiert. Aber natürlich geht es hauptsächlich um die etwas seriöseren Leute, die sich angekündigt haben. Also Entertainment, Neo, AT, Rapido, Timatic, Sensor, das K-Element, 4, Gio, Gary Washington, Johnny Dixon, Ace, Grinch Hill, Lasker, Benson, Madust, Fortis, Jay Jiggy, Jasper, Cassius Clay und Fortune. Das sind alleine über 20 Leute, die wir schon kennen, auf die wir uns freuen können. Da kommen auch noch ganz viele geile Newcomer dazu, die ich jetzt selber noch nicht kenne, aber die gibt's ja jedes Jahr. Wenn euch sonst noch irgendwelche Leute einfallen, die ihr dabei haben wollt, dann müsst ihr diejenigen anschreiben. Ich glaube, das Teilnehmerfeld ist jetzt schon das brutalste aller Zeiten, aber ihr könnt mithelfen, das Turnier noch krasser zu machen. Die Bewerbungsfrist ist vom 11. bis 17. Januar, also ein bisschen Zeit ist noch, um eine Quali zu machen. Ich packe das Infovideo nochmal in die Beschreibung. Ein paar Sachen haben sich zwar schon geändert, also das mit den 20 Likes für jeden Download, das sind ja jetzt 100 Likes und es gibt 50% Anteil für jeden Download. Ich bin selber überkrass gehypt auf das neue Format, also so krass wie schon lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich so auf irgendeine Sache gefreut habe, war JBB 2012, weil es was komplett Neues war und dann auch mega abgegangen ist. Ich denke auch, dass wir genug Battle-Rapper dabei haben, dass wir auf jeden Fall mit sehr viel Sticheleien untereinander rechnen können für alle, die das JBB extrem vermissen. Ich bin echt ein bisschen froh, dass das JBB endlich vorbei ist und die Cypher anfängt, da freue ich mich schon seit der Ankündigung drauf. Es wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein.